Bonjour Wallonie, Südbelgien entdecken. Hallo und willkommen. Mein Name ist Françoise Hauser und heute lassen wir uns in der Wallonie ein wenig überraschen. Zu Gast habe ich heute Bernd Müllender, Journalist und unter anderem Autor des Buches Belgien, ein Länderporträt. Hallo Bernd. Hallo Françoise. Bernd, du kennst dich in der Wallonie gut aus. Was qualifiziert dich denn als Wallonie-Experte? Experte finde ich jetzt ein bisschen hochgehängt. Qualifiziert vielleicht von der Geschichte her dadurch, dass ich irgendwann mal vor 40 Jahren nach Aachen gezogen bin und plötzlich dieses merkwürdige Land Belgien und dann halt hier in der Region die Wallonie vor mir hatte. Und gar nichts weiter darüber wusste und auch erstmal gar nicht neugierig war, weil ich hatte, wenn ich mich so richtig erinnere, so das Gefühl, Belgien ist nicht ein Land, das wie eine schöne Maid auf einer Frühlingswiese einem entgegengelaufen kommt, sondern eher verschlossen. Man muss selbst gucken, was ist da. Sag mal, hast du mir nicht auch in unserem Vorgespräch erzählt, das fand ich ja extrem nett, Stichwort Wohnwagen? Naja, mittlerweile seit 10 oder 11 Jahren, glaube ich, haben wir zu dritt einen Standwohnwagen hier nebenan, 15 Kilometer weg in Sippenaken und auf dem Campingplatz Vieux Moulin. Und da bin ich halt seit der Zeit dabei, so ein bisschen ins Alltagsleben der Wallonen, die da doch, sagen wir bestimmt 2/3 der Campingplatznutzer ausmachen, wie die so sind. Mhm. Was macht denn für dich die Wallonie aus? Also was hast denn du für ein Bild, wenn ich dir das Stichwort jetzt so zuwerfe? Naja, ich muss immer auch ein bisschen überlegen, ist das jetzt Wallonie-typisch oder Belgien-typisch? Natürlich kann man das gut trennen, aber vieles gilt halt auch in meiner Fantasie oder in meinem Erleben auch für ganz Belgien, was ja auch hier in der Nachbarschaft damit anfängt, komplex wie Belgien ist, dass hier direkt nebenan die deutschsprachige Gemeinschaft ist, die aber sehr wohl zur wallonischen Region gehört. Eben, ne? Es ist und bleibt ja auch ein Land. Also man hört ja immer dieses Trennende zwischen den verschiedenen Sprachgruppen, wird ja oft betont. Aber ich meine, da gibt es ja auch eine ganz breite gemeinsame Basis. Ja klar, fängt mit dem König an, der aber nach allem, was man weiß und liest, in der deutschsprachigen Gemeinschaft das höchste Ansehen hat. Ach echt? Wusste ich gar nicht. Aha. Ist das die deutsche Sehnsucht nach dem König? Oh, jetzt Vorsicht, die deutsche Sehnsucht sagen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man zu den deutschsprachigen Belgiern sagt, ihr seid die Deutschen in Belgien. Mhm. Ein großer Fauxpas. Sie sind stolz auf ihre deutsche Sprache. Das hat lange geschichtliche Gründe, dass dort Deutsch gesprochen wird oder Deutsch und Französisch, aber Deutsch als erstes. Aber sie sind nicht deutsch, auch wenn sie ARD und ZDF beim Fernseher als erstes programmiert haben und wenn sich viele auch mehr für die deutsche Fußball-Bundesliga interessieren als für die erste belgische Liga. Bernd, du hast vorhin auch von Überraschung gesprochen. Hast du denn so ein paar konkrete Beispiele, wo wir als Deutsche oder Österreicher, wo wir überrascht sind, wo wir staunen? Also ich habe, jetzt darf ich in einem kurzen Werbeblock mein zweites belgisches Buch kurz nennen, 100 Orte in Ostbelgien und Umgebung. Da bin ich quasi auf so eine Entdeckungstour gegangen und habe mich an insgesamt dann 100 Orten überraschen lassen. Bei den Rundreisen und Suchen bin ich dann beispielsweise auf dieses mir bis dahin völlig unbekanntes Stavelot bin ich hingekommen. Ein herrlich, runtergerockter Ort, aber man kann auch sagen, naturbelassen. Wie auch die vielen anderen Ortschaften, Gemeinden weit oben in den dunklen Fennwäldern, da ist
jeder Ort, Touristiker würden vielleicht von pittoresk sprechen. Ich finde es viel schöner, geheimnisvoll, undurchschaubar und das macht neugierig. Zum Beispiel auch oben Barak Michel im Fenn. Das ist ja der einzige Ort weltweit, der das frühere US-Präsidentenpaar im Namen hat. Barack und Michelle Obama. Ja, das ist schon ganz nett. Aber wenn man, da bin ich dann irgendwie beim wahrscheinlich belgischen Bier draufgekommen, ist mir aufgefallen, wann ist Barack Obama zum Präsidenten gewählt worden? Da war er im 48. Lebensjahr und Michelle im 45. Was ist die Postleitzahl von Barack Michelle? 4845. Da muss es doch einen Zusammenhang geben. Sowas kann man sich bei belgischen Orten gut zusammenreimen. Da können wir jetzt eine richtige Verschwörungstheorie draus stricken. Ja, aber was es bedeutet, weiß ich auch nicht. Das kann ich ja mal an die Hörerinnen und Hörer weitergeben. Sollen einfach mal antworten. Was bedeutet das? Gerne. Vielleicht wollen die auch singen. Ich finde, einen der fantastischsten Orte in der Wallonie ist das Gesangscafé Les Olivettes in Lüttich. Eines der letzten der Art, wo einfach in einer Kneipe ein Pianist sitzt und jeder kann sich das Mikrofon nehmen, ihm sagen, ich hätte gern dies oder das. Und dann singt man da. Ach, wie nett. Das kenne ich selber auch nicht. Das muss ich mir das nächste Mal angucken. Aber allerdings ist ziemlich zentral in Lüttich, gleich am Maasufer. Weißt du, was mir dabei einfällt, weil du jetzt gerade Liège oder Lüttich gesagt hast, wo sich viele Deutsche wundern, gerade die, die jetzt Französisch gelernt haben in der Schule und vielleicht mal ihr Vokabular so ein bisschen abgestaubt haben und dann eben rüberfahren in die Wallonie, feststellen, dass sie hier und da die Leute im Gespräch miteinander nicht verstehen. Und ich glaube, es gibt unglaublich wenig Leute, die wissen, dass es da eine eigene Sprache gibt, das Wallonische. Dass auch wirklich in der Wallonie, ich glaube, von ungefähr 10% aller Menschen noch aktiv gesprochen wird. Und das ist wirklich, auch wenn man Französisch kann, kaum verständlich. Also eigentlich gar nicht, wenn man nicht ein bisschen Übung hat. Und das ist interessant. Ich hatte neulich mal eine ganz große Reihe in der Hand aller europäischen Sprachen. Das waren zwei Bücher, da hätte man einen Einbrecher mit erschlagen können. Und da wurde allen Ernstes das Wallonische vergessen. Da merkt man mal, wie wenig darüber bekannt ist. Naja, einerseits zeigt es ja wieder, wie gern irgendwas in der Welt oder in Europa über Belgien vergessen wird. Manchmal ist es halt das Land an sich, das irgendwie so dazwischen gequetscht zwischen Niederlande und Frankreich und Deutschland und dem Meer irgendwie da noch so existiert. Und, ja gut, Brüssel hört man noch, ansonsten fährt man auf der Autobahn durch. Das ist ja das Bild, was viele Deutsche haben. Mhm. Und wenn eben halt noch eine Sprache vergessen wird, skandalöserweise, dann ist das ja ein kleines Indiz, dass sowas gerne passiert und bei Belgien nicht richtig hingeguckt wird. Das stimmt. Wobei ich immer das Gefühl habe, die Belgier und auch ganz besonders die Wallonen haben ihre Heimat wirklich sehr, sehr gern, weil was mir aufgefallen ist und was ich dann auch mal gelesen habe, in einer Umfrage bestätigt wurde, ich glaube, es gibt in Europa keine Menschen, die einen längeren Anfahrtsweg zur Arbeit in Kauf nehmen, um auf gar keinen Fall die heimatliche Region zu verlassen. Wallonen fahren, ohne mit der Wimper zu zucken, morgens 1,5 Stunden nach Brüssel und abends zurück, nur damit sie nicht umziehen müssen, weil sie auf Familie und Freunde nicht verzichten wollen. Was soll man dazu sagen? Das klingt sehr vernünftig und sehr heimatbewusst und klug auch. Einen Job hinterherzuziehen, das hilft einem sicherlich in seiner Verwurzelung nicht weiter. Also ich fand das einfach ganz interessant, weil man solche Dinge ja nicht unbedingt sieht. Ich meine, so wie überhaupt viele Unterschiede, die man nicht sieht, weil ja eben dieser offensichtliche optisch erkennbare Unterschied, der ist ja nicht da. Ne? Ob ich jetzt, wenn ich einen Belgier auf der Straße treffe, der hat dieselben Sachen an wie wir. Ne? Sieht auch nicht anders aus. Und das verleitet ja immer dazu zu denken, alles ist gleich. Naja, beim Belgier oder jetzt wahrscheinlich auch beim Wallonen speziell, kommt natürlich noch so eine Eigenart hinzu, dass die gar nicht unbedingt zeigen wollen, dass sie Belgier sind, Wallonen oder Flamen.
es gibt nicht so einen Exhibitionismus, wie zum Beispiel ein bisschen gedämpft in Deutschland, aber auch sehr, sehr engagiert in den Niederlanden. Da wird dann Oranje an sich dran gekletscht, zum Beispiel beim Fußball, um zu zeigen, hey, Nederland. Ja? Mhm. Und das machen Belgier nicht. Die sind zurückhaltend, nicht schüchtern, aber sie zeigen sich nicht unbedingt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich hat das auch mit Jahrhunderten Geschichte zu tun, dass eben Belgien immer zwischen den großen Mächten war, immer Kriegsschauplatz, immer an Belgien gezerrt wurde und keiner wusste, wo es hingehört. Und die Belgier halt ein bisschen arm immer gucken mussten, was jetzt die Weltgeschichte mit ihnen macht. Das wird ja als Begründung für sehr, sehr viele Sachen auch hergenommen. Diese wechselnden Herrschaften und natürlich gerne auch mal, ich will jetzt nicht das Wort Fremdherrschaft nehmen, aber halt, dass man gerne mal zu irgendeinem Reich gehörte, mit dem man eigentlich nichts zu tun hatte. Oder überfallen wurde zweimal von den Deutschen. Das dürfen wir ja als allerletztes vergessen. Das auch. Ich dachte jetzt historisch so ein bisschen früher. Ja, ja, auch. Spanische Niederlande und was auch immer. Mhm. Sonst hätte sich dieses Land ja auch nicht durch eine Revolution erst zu Wort gemeldet und entwickelt, 1830/31. Da gibt es viele Zusammenhänge oder Mutmaßungen. Zum Beispiel, warum liebt der Belgier so sehr Flohmärkte? Hast du eine Antwort? Ja, sage ich jetzt gleich. Zum Beispiel hier ganz in der Nähe, 20 Kilometer weg in Batis. Der ist allein deswegen so klasse, weil er in einer Viehhalle stattfindet. Montags bis samstags werden da die Kühe gehandelt, die dann auch ihren Duft hinterlassen für den Sonntag, wenn da Flohmarkt stattfindet. Dann wurde alles durchgestrahlt mit Wasser und dann gibt es da Flohmarkt. Und einen richtig schönen, witzigen, noch wirklich Flohmarkt und nicht, wo Händler sich treffen mit neuen Sachen. Und die Erklärung, die dockt an die Geschichte Belgiens, immer fremde Herrschaft, immer neue Herren, dass die Belgier eben Sachen nicht wegwerfen, lieber aufheben. Wer weiß, wofür man es noch brauchen kann. Aber weißt du, da hast du absolut recht, weil wenn ich daran denke, in der Wallonie hast du unheimlich oft ein kleines Familienhaus. Oft kann man ja rechts oder links dann auch vorbeilaufen bis hinten in den Garten. Und hinten ist dann alles dran gebaut. Also erst ist erst das Haus, dann hat jemand noch eine Küche extra dran gebaut und an die Küche nochmal irgendwo eine Waschküche. Und dann ist die Waschküche irgendwann zu klein, dann macht man noch irgendwie noch einen kleinen Anbau. Und das sieht dann, von hinten sieht man dann so richtig, wie diese Häuser gewachsen sind. Ja, noch ein Schuppen und noch ein Nebenschuppen und natürlich eine Werkstatt. Genau. Man wundert sich ja, dass Do-it-yourself, dass das ein englischer Begriff ist. Er hätte ja eigentlich französischen Ursprung sein müssen oder in dem Fall wallonischen. Absolut, absolut. Und das ist wirklich auch, finde ich, so normal. Und dann hat da einer noch mal Zeit in der Familie und sagt, na komm, dann verlegen wir noch eine Heizung in den Schuppen und dann wird das auch noch zusammengebastelt. Das finde ich absolut typisch. Aber man sieht das ja von vorne gar nicht so sehr. Das sieht man ja erst, wenn man quasi hinten in den Garten geht bei den meisten Häusern. Vielleicht passt das auch zum nicht alles vorne hinstellen und sich zeigen. Die meisten haben vor allem keinen Vorgarten. Also in der Wallonie, in den Städten jedenfalls nicht. Nee, da geht's auch nicht um Schönheit und irgendwie ein schnuckeliges Gärtchen machen. Lieber pragmatisch. Wobei, da muss ich sagen, da unterscheide ich jetzt. Also in der Wallonie auf dem Land, da gibt es ja diese wunderschönen Dörfer zum Teil. Das ist dann schon so, da ist Schönheit, glaube ich, schon ein Begriff. Aber in der Stadt, wo man dann hinten diese, sag ich mal, auch begrenzt Platz hat hinterm Haus, da wird dann viel, ja, wie du sagst, pragmatisch viel dran gebaut. Dazwischen noch ein paar Tomatenpflanzen und ein paar Gurken. So ist es. Da muss man nur hintergucken können oder zum Beispiel an einem Fluss. Wenn man da entlang schippert, dann kann man solches Alltagsleben ganz gut sehen. Aber apropos Alltagsleben, was sicher auch ganz anders ist als hier bei uns, es wird auch weniger Wert gelegt auf Einrichtung, auf irgendwie sich sein Haus im Innern schön machen. Da geht man lieber gut und gern essen. Und auch mit der ganzen Familie. Das ist ganz auffällig, wie man wirklich auch Leuten
wo man glaubt, so dicke können es die eigentlich nicht haben, wenn ich mich nicht mit meiner Menschenkenntnis vertue. Aber da werden unglaubliche Mengen in Großfamilie mit Oma, Opa und den Kindern fürs Essen ausgegeben und dann natürlich Menüs. Und dafür ist das Geld da. Also Leute, die es sich gerne gut gehen lassen und dann kommt es auch nicht auf 3,80 Euro an. Ich kenne das auch so, wie gesagt, jetzt eher im städtischen Bereich. Das sind ja oft so schmale Häuser. Da hat man dann unten das Wohnzimmer mit der Küche. Und da kommt auch Besuch und die kommen auch durchaus unangemeldet. Einfach, also die offiziellen, alles was offiziell ist, klingelt vorne an der Haustür. Alle anderen laufen an der Seite vorbei und kommen hinten durch die Küche. Und die Räume oben, die Schlafräume, die sind irgendwie tabu. Da geht kein Besuch rauf. Die bleiben nur unten. Also das ist wirklich, man sitzt unten und es käme keiner darauf, den Rest der Wohnung oder des Hauses jetzt irgendwie zu erkunden, was man ja bei uns durchaus manchmal macht. Ja, man zeigt seine Wohnung ganz stolz. Genau. Kämen die nicht drauf. Und dann ist halt, man muss natürlich unten, das Wohnzimmer ist dann oft schon schön oder vor allen Dingen auch bequem, dass man möglichst viel Besuch empfangen kann. Und oben, das ist einfach zweitrangig, da schläft man ja nur. Und Besuch ist auch eher willkommen als hier bei uns. Nichts Termine machen und wann hast du denn Zeit? Man klopft oder klingelt in der Tat. Die klopfen hinten an der Küchentür. Ist ja schön, wenn jemand vorbeikommt. Dazu passt übrigens auch, fällt mir gerade ein, wenn man sich, ich glaube, das gilt für Städtchen und auch für Dörfer. Es ist viel, viel häufiger eng aneinander gebaut. Diese deutsche Kultur des Einfamilienhauses mit Luft zum Nachbarn, das gibt es viel seltener und ist jedenfalls traditionell nicht wallonische oder belgische Art. Weil sie wollen ja Nachbarn haben, sie wollen ja Kontakt haben und machen und nicht sich von anderen distanzieren. Ich habe aber auch selten in der Wallonie erlebt, dass jemand in der Nachbarschaft so nach dem Motto, mir doch egal, was die anderen denken, wirklich extrem Krach gemacht hätte oder gestört hätte. Da ist dann auch der soziale Druck so ein bisschen da, dass man das echt bleiben lässt. Ja, ganz bestimmt. Das kommt aber erst daher, so ein sozialer Druck, wenn man, glaube ich, wenn man erst ein einigermaßen nachbarschaftliches, soziales Miteinander hat und nicht, ich weiß gar nicht, wer da im Nachbarhaus da 30 Meter weiter wohnt, sind irgendwie komische Leute, keine Ahnung. Das ist typisch deutsch. Ja, das ist ein ganz anderes Modell einfach. Und ich meine, was ich ja vorhin gesagt habe, auch der Versuch, wirklich dann auch an seinem angestammten Ort zu bleiben. Also ich kenne viele Wallonen, die gerne reisen und da auch ganz tolle Sachen machen, aber selbstverständlich versuchen, nah am Elternhaus zu bleiben, die Stadt nicht zu wechseln und wirklich da immer wieder anzuknüpfen. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, da denke ich jetzt an die Studierenden in Brüssel. Da gibt es ja am Wochenende so gut wie kein Studentenleben, weil die setzen sich alle in Zug und fahren nach Hause. Genau, die fahren nach Hause. Weil es ja auch nicht so weit ist. Sie sind ja überall in einer Stunde maximal zwei und lassen sich dann von Mama oder Papa am Provinzbahnhof abholen. Was wir auch in einem anderen Podcast schon so ein kleines bisschen besprochen hatten, aber es darf ja auch mal ein paar Dubletten geben hier, ist diese sehr lockere Haltung, was Regeln angeht. Also ich habe immer das Gefühl, die meisten Wallonen lassen sich eher von so einem inneren Kompass leiten, einer gewissen Moral, aber nicht unbedingt von Paragraphen. Siehst du das auch so? Ich zitiere jetzt hier eine Kollegin, die mal gesagt hat, der Belgier beugt sich jeder Autorität, ist im Grunde des Herzens aber überzeugter Anarchist. Also so ein bisschen das tun, was ich für richtig halte und gucken, dass ich aber nirgendwo anecke. Und wenn doch, dann bin ich aber derjenige, der seine Regeln auch verteidigt und erklärt. Ich meine, es ist doch auch total typisch, dass es, und das gilt jetzt nicht nur für die Wallonen, sondern für alle Belgier, dass man immer wieder große Probleme hat, eine Regierung zusammenzustellen nach den Wahlen. Das ging ja, Gott, das war doch einmal über 500 Tage, ne? Keine Regierung. 541. Ja, 541 Tage. Und
Man merkt es nicht. Man merkt es einfach nicht, weil das Leben geht komplett weiter. Ja, das war ja das beste Argument zu sagen, ja, vielleicht brauchen wir das ja alles gar nicht. Dann sind wir wieder in der Nähe, nicht direkt, aber in der Nähe des Themas Anarchismus, wo der Anarchismus muss auch gut organisiert und geklärt sein. Ich glaube, das müssen wir jetzt auch, da wollen wir jetzt auch gar keine Werbung für machen. Aber es ist was, womit man sich dann schon auch gedanklich auseinandersetzt, wenn man da unterwegs ist, weil man feststellt, man kann offensichtlich die Dinge auch anders angehen. Auch in einem Nachbarland, ganz nah eigentlich. Ja, ein Nachbarland, von dem man so wenig weiß und von dem wir aber einiges Tolles lernen können, in der Tat. Vor allen Dingen auch zu genießen. Ich wollte noch eine Geschichte erzählen. Ich war mal in Eupen zu einem Vortrag, einem historischen Vortrag eingeladen. Er sollte um 20 Uhr beginnen, begann er auch, aber er begann nicht mit dem Vortrag, sondern erst mal mit ein bisschen Fingerfood, dann mit einem Gläschen Wein, dann wurde gegessen, erster Gang, zweiter Gang, zwischendurch wurde hier und da drüber geredet und als der Vortrag dann begann, tatsächlich erst um kurz vor 10:30, als alle Nacht satt waren und Kaffee getrunken hatten und Pralines gegessen, da habe ich noch den Anfang gehört, musste dann aber zum letzten Bus, der nach Aachen fuhr, 23.05 Uhr Abfahrt. Sowas passiert einem in Belgien und da ärgert man sich erst drüber und dann denkt man, noch, der Vortrag war sicher super toll. Bernd, du hast doch den besten Teil miterlebt, oder? Ja, wahrscheinlich habe ich den besten Teil miterlebt. Ich glaube, Bernd, wir kommen jetzt auch langsam so zum Ende unseres Podcasts und bei mir ist es ja immer so, dass es zum Schluss immer so ein Rezept gibt für eine kulinarische Hausaufgabe. Und ich gebe zu, da war ich ja heute echt versucht, mal irgendwas Skurriles zu nehmen. Also ich habe dann geschaut, ob ich vielleicht ein Rezept für Schnecken oder so finde, die ja auch typisch wallonisch sind. Aber sicher zur großen Erleichterung der Hörerinnen und Hörer habe ich sowas gar nicht gefunden. Und dann gibt es eben heute Auflauf mit Kartoffelpüree und Entenkonfit. Das Rezept findet ihr in den Shownotes. Oder natürlich wie immer auf der Webseite www.belgien-tourismus-wallonie.de. Einfach Auflauf eingeben, dann findet ihr das. Lieber Bernd, dir ganz vielen Dank, dass du heute dabei warst. Bitte sehr. Ja, und an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich wie immer über Bewertungen und Feedback. Vielleicht auch mal eine kleine skurrile Geschichte, die ihr selber erlebt habt. Und ansonsten kann ich nur sagen, bis in 2 Wochen, auf Wiederhören und au revoir. Tschüss.